Am Freitag hat Joachim Lambi, 54, bei Let's Dance ordentlich gegen Evelyn Bordecki, 30, ausgeteilt. Die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019 tänzelte zum ersten Mal mit ihrem Profipartner Jevgeny Vinokurov mit einem Cha-Cha-Cha übers Parkett und heizte dem Publikum ordentlich ein. Chefjuror Lambi gefiel die Performance der Beauty weniger. Er bezeichnete ihren Auftritt als billig. Diese Aussage sorgte für einen ordentlichen Shitstorm im Netz, doch was denkt der Kampfrichter selbst über seine Aussage? Im Interview mit RTL offenbarte der 54-Jährige, wie er die Kritik an Evelyn gemeint hatte: "Ich möchte gerne, dass jede Frau toll aussieht. Sie hat sich so ein bisschen reduziert und das muss sie gar nicht. Sie soll wertig aussehen. Das ist hier kein Dschungel." Seine negativen Worte sollten laut Lambi darauf abzielen, die TV-Bekanntheit zum Nachdenken anzuregen. Vielleicht war es ein Tick zu viel, ja, kann sein, aber es hat auf jeden Fall wachgerüttelt und ich glaube, wenn sie nächste Woche dabei sein wird, wird es sicher etwas anders aussehen, fügte er hinzu. Wie die Botschaft bei Evelyn angekommen ist, hat Promi Flash nach der Show von der 30-Jährigen selbst erfahren: "Es ist noch nicht weggesteckt. Der Schock sitzt noch tief. Der ist ja der zweite Dieter Bohlen. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen."